12:34 Uhr. Die Nachricht von dem Sprengstoffattentat, das gestern Abend in München im Bürgerbräukeller kurz nach der Abfahrt des Führers verübt wurde, hat im ganzen deutschen Volk Empörung und tiefsten Abscheu ausgelöst. Es war natürlich eine riesenhafte Aufregung, dass der Mann, der ein Attentat auf Adolf Hitler gemacht hat, dass der jetzt nun aus Königsbronn komme. Und wir stehen etwa 3 Meter jetzt von der Stelle weg, an der das Führerpult gestern stand. Rohrmatten hängen oben herein. Das hätte man also hinter dem Georg Elser eben überhaupt nicht vermutet oder gesucht, wenn man ihn kannte. Am 8. November 1939 versucht ein Mann, Adolf Hitler zu töten. Die Bombe verfehlt Hitler um 13 Minuten. Der Mann hieß Georg Elser. Wer war Georg Elser? Ich wollte ja auch durch meine Tat ein noch größeres Blutvergießen verhindern. Freizeit vertrieb ich mir seinerzeit in der Hauptsache mit Musizieren. Ich bin von Natur aus musikalisch veranlagt. Er war Mitglied im Zirkelclub Königsbronn, wo mein Vater vor allen Dingen auch mitspielte, Cello spielte unter Johann Georg Elser, hat Zither gespielt und fand ihn damals Kontrabass. Und er kam dann später zu uns ins Haus, wo wir Kammermusik gemacht haben. Meistens auch Vorbereitungen waren das für den Zither-Club, für irgendwelche Aufführungen oder für den Gesangverein Concordia. Ich suchte von den häuslichen Verhältnissen Ablenkung in der Musik. Am 4. Januar 1903 wird Johann Georg Elser geboren. Sein Vater unterhält die Familie notdürftig mit Landwirtschaft. Georg ist ein ganz ordentlicher Schüler in Zeichnen und Rechnen sogar gut. Kindheit und Jugend verbringt er in Königsbronn an der Brems zwischen Aalen und Heidenheim. War sehr ruhig und sehr freundlich, immer sehr entgegenkommt. Nicht jeden Tag, aber oft kam mein Vater sehr spät nach Hause. Soviel ich weiß, war er oft im Wirtshaus. Meine Mutter hat uns Kindern erzählt, dass sie vom Vater oft geschlagen worden ist. Hans Elser, nur weitläufig mit Georg verwandt, ist einer der wenigen, die wir nicht erst überreden müssen, sich zur Vergangenheit zu äußern. Er gehört zum Heidenheimer Elser-Kreis, einem Häuflein von Menschen, die seit Jahren daran arbeiten, dass der Name Elser vielleicht doch einmal in einem Schulbuch auftaucht. Sie sorgten auch dafür, dass er in seinem Heimatort nicht ganz vergessen wurde. Was heißt vergessen? Er ist nie zurückgekommen in Königsbronner Köpfe nach der Tat. Erst jetzt, fast 60 Jahre später, werden ihm 2 Zimmer eingeräumt, zwischen Polizei und Notariat sogar. Ein weiter Weg vom Attentäter zum Widerstandskämpfer. Die Erinnerungen, die persönlichen Erfahrungen, die die ältere Generation hier in Königsbronn gemacht hat, mit Verhaftung, mit Verhören, mit den Ängsten um das eigene Leben und der Familie, sitzt tief und die wird immer wieder aufgeworfen. Und deshalb neigt man eher dazu, das Ganze zu verdrängen. Schweigen auch hinter der Zuckerbäckerfassade des Rathauses. 40 Jahre lang, bis 1989, eine neue Generation einzog. Das Komische war, dass der Ex-Königsbrunner Bürgermeister, dass der da eigentlich von der ganzen Sache nichts wissen wollte. Der das irgendwie verdrängt. Naja, also mein. Unser Bürgermeister war halt in der Nazi-Zeit auf alle Fälle auf der ganz anderen Seite gestanden wie Elser. Er war jung damals,
Aber hat er in seiner langen Amtszeit je einen Schritt auf Elsa zugemacht? Sein Nachfolger hat sich gleich mutig mit Elsa im Programm zur Wahl gestellt, hat in 7 mühsamen Jahren das Votum für die Gedenkstätte erreicht, hat an den Ort des Schweigens das Reden gebracht, erstmals öffentliche Veranstaltungen. Überrascht waren wir, als wir nach der Veranstaltung, insbesondere von der rechten Ecke, doch mehrere Briefe erhielten, die uns zum Vorwurf machten, wie wir einen Bombenleger, einen Schergen Hitlers oder einen Helfer des britischen Geheimdienstes ehren konnten. Was den Rechten zu viel war, war den Linken zu wenig. Prügel von allen Seiten. Heimlicher Triumph für jene, die immer schon gegen diesen Elsa waren. Schade, dass sich der junge Bürgermeister nun auch nicht mehr äußern will. Jetzt, wo all die billigen Lösungen vom Tisch sind, ein Straßenschild, ein grauer Stein. Jetzt, wo es eine richtige Ausstellung geben wird, vom Heimatmuseum räumlich wie inhaltlich weit entfernt. Die Gedenkstätte des deutschen Widerstands in Berlin hat viele Dokumente zusammengetragen und vermacht sie in diesem Monat seinem Heimatort als Dauerleihgabe. Wer sich hier festliest, dem wird auch Papier eine Gänsehaut einjagen. Das Leben des Schreiners Elsa erzählt mehr über das Dritte Reich als ein ganzes Geschichtswerk. 8. November. Wie jedes Jahr trifft sich Hitler mit alten Getreuen im Münchner Bürgerbräukeller. Man gedenkt des gescheiterten Putschs vom November 1923. Ein Jahr vor dem Attentat 1938 hat sich Elsa hier schon ganz genau umgeschaut. Es kann hier überhaupt so einer finden, das sind wir. Im August 1939 fährt Elsa wieder nach München, um seine Bombe für das Attentat einzubauen. Über ein Jahr hat er Pläne gezeichnet, eine mechanische Zündvorrichtung entwickelt, ein Uhrwerk gebastelt. Erstaunliche Leistungen für einen Kunstschreiner, für einen professionellen Bombenleger eher lächerlich. 30 Nächte lang präpariert er mit bloßen Händen und einfachstem Werkzeug die Säule hinter Hitlers Rednerpult. Ich war bereits vorigen Jahres um diese Zeit der Überzeugung, dass es bei dem Münchner Abkommen nicht bleibt. Dass Deutschland anderen Ländern gegenüber noch weitere Forderungen stelle und sich andere Länder einverleiben wird. Und dass deshalb ein Krieg unvermeidlich ist. Ja, da ist Hitler noch groß gewesen, gell? Da sind die Mädchen auch für den Hitler gewesen. Das war eine ideale Jugendzeit, ich möchte es nicht anders nennen. Aber was da dahinter steckt oder was man mit uns Jugend, mit unserer Jugend vorhatte, das haben wir natürlich nicht gespürt. Sie sind doch ein Roter. Ein aktiver Kommunist, geben Sie es doch endlich zu. Persönlich bin ich nie politisch hervorgetreten. Nach Erreichung des wahlberechtigten Alters habe ich immer die Liste der KPD gewählt, weil ich dachte, das ist eine Arbeiterpartei, die sich sicher für die Arbeiter einsetzt. Nach meiner Ansicht steht die Arbeiterschaft seit der nationalen Revolution unter einem gewissen Zwang. Der Arbeiter kann seinen Arbeitsplatz nicht mehr wechseln, wie er will. Und er ist heute nicht mehr Herr seiner Kinder. 1939. Die Bilder sind die gleichen, aber Elsa sieht und hört darin etwas anderes. In des Führers Jubelumzügen sieht er die Gleichschaltung, das Gefügigmachen der Massen. Im Siegestaumel nach dem Polenfeldzug hört er schon die Fanfaren für den totalen Krieg. Es versucht ein Einzelner in die Weltgeschichte einzugreifen, ohne eine Volksbewegung hinter sich zu haben oder eine Gruppe, die ihn unterstützt oder einen organisierten Machtapparat, wie es ja die Männer, die Offiziere des 20. Juli hinter sich hatten. Zumal, und das ist ja, das für sie Unangenehme, Elsa zu einer Zeit handelte, als tatsächlich noch Blutvergießen weitgehend zu verhindern war und vor allen Dingen die weitergehenden Verbrechen dann zu verhindern waren. Man muss sich ja überlegen, zu diesem Zeitpunkt lebten ja noch
alle europäischen Juden. Was wir heute über Georg Elser wissen, verdanken wir diesem Mann. Bei Recherchen zur Justiz im Dritten Reich fand er durch Zufall die Protokolle der Gestapo-Verhöre und brachte sie 1970 mit einem Kollegen heraus. Kruchmann und Hoch stellten klar, Elser war nicht von der SS gedungen, um Hitlers Unverwundbarkeit mit einem fingierten Attentat zu beweisen. So argwöhnte das Ausland damals. Und Elser war kein Handlanger des britischen Geheimdienstes, wie ihn die Nazi-Propaganda benutzt hatte. Man kann heute davon ausgehen, dass die Alleintäterschaft Elsers wissenschaftlich einwandfrei feststeht. Am 6. November beendet Elser den Einbau der Bombe. Er fährt zu seiner Schwester nach Stuttgart, wo er ein paar Sachen deponiert und fährt, gewissenhaft wie er nun einmal ist, noch einmal nach München, um das Uhrwerk zu kontrollieren. Am 8. besteigt er den Zug nach Konstanz. Von dort will er sich in die Schweiz absetzen. Kurz vor der Explosion kommt er an die Grenze. Hitler ist dann schon auf dem Weg nach Berlin. Im Zug, nicht wie geplant im Flugzeug. Es war Nebel. Der Führer hat die Jubelfeier vorverlegt und den Saal vorzeitig verlassen. 13 Minuten zu früh. Dem Anschlag fallen 7 alte Kämpfer und eine Kellnerin zum Opfer. Elser wird an der Schweizer Grenze verhaftet. Er wird nach Berlin gebracht, gefoltert, wochenlang verhört. Ich bin morgens um 6 Uhr ins Geschäft, ich war auf der Post zu dieser Zeit. Und da hat der Ortsbürgermeister auf mich gewartet, mit dem ich auch befreundet war. Und er hat gesagt, hast du die Zeitung schon gelesen? Ich sagte, oh, ich habe doch morgens keine Zeit. Und dann hat er gesagt, da steht drin, dass er ist, das Attentat verübt hat. Glaubst du das? Du kennst schon besser wie ich. Nach langem Überlegen habe ich gesagt, ja, das glaube ich. Weil der die Reise nochmal gemacht hat, von der Schweizer Grenze nach München und dich überzeugt hat, ob das Ding tickt, dann habe ich gesagt, das fällt so. In vielen Königsbrunner Häusern gibt es noch Erinnerungen an den Zitterspieler, der in der Tanzstunde aufspielte und alte Damen bis heute zum Schwärmen bringt. Aber nur hinter vorgehaltener Hand. An den zurückhaltenden, stets korrekt gekleideten jungen Mann auf dem Fahrrad. An den Schreiner, der jede Standuhr dreimal prüfte, bevor er sie aus der Hand gab. Die einen halten ihre Erinnerungen gut versteckt. Andere entdecken mit uns, dass sie ein Elsa-Bild an der Wand hängen und einen Tisch im Keller stehen haben und kramen in Familiengeschichte und sind schließlich ein bisschen stolz, dass einer von ihnen was gewagt hat. Und da war ich vielleicht so, ich weiß nicht genau, so 4, 5 Jahre alt, sowas. Und dann haben wir in Königsbrunn mit dem Leiterwagen, mein Vater und ich haben den abgeholt. Und da hat man irgendwie erfahren, da hat jemand gesagt, den Tisch hat er Elser gemacht. Ich wusste da als Kind noch nicht, wer der Elser ist. Die Schreinerei Grupp lebt weiter mit dem Enkel. Der denkt auch, dass es an der Zeit ist, etwas für den Elser zu tun. Und hat noch die Erzählungen vom Großvater in Ruhe. Es war ein guter Mitarbeiter und er war also im Schwäbischen sagt man Tifterle. Er hat viel bastelt, hat Interesse gehabt für Uhren und so Zeug und er war wirklich sehr beliebt. In Königsbrunn macht Elsa seine Schreinerlehre. Er wechselt häufig die Stelle, Wanderschaft an den Bodensee, Konstanz und in die Schweiz. Entweder fühlt er sich unterbezahlt oder unterfordert. Ich bin Kunstschreiner, sagt er stolz. Einer, der sich nicht verführen lässt in diesen Zeiten von falschen Versprechungen. Lieber arbeitslos, als sich anpassen. Im Herbst 1936 habe ich dann bei Krupp selbst gekündigt. Nachdem er einesteils die Entlohnung zu gering war, andernteils er mich immer belehren wollte. Obwohl er nicht die Fähigkeiten wie ich besaß. Der Mann hat nichts rechts geschafft. Ist das nur Stammtischgeschwätz, wenn Sie im Häuschen noch heute so reden, der Arzt, der Altbürgermeister, der Abteilungsleiter, beim halbverlesenen Honoratiorentreff? Wenn Sie sagen, dass einer, der bei einem Attentat nicht selbst drauf geht, kein Held sein könne?
Warum sagen Sie es nicht laut, was Sie für weit verbreitete Königsbronner Meinung halten? Das, was immer in den Medien verschwiegen wird? Es ist ja durchaus nachdenkenswert. So bleibt nur der übliche Klatsch Elsas Frauengeschichten. Es war schon bekannt, dass er einem Königsbronner, gut bekannter Königsbronner, die Frau ausspannen wollte und ob es getan hat, weiß ich ja nicht. Aber die Rede war immer davon. Er hat eine schwierige Kette für Frauen. Und die Frauen für ihn? Hatten sie für seine Besonderheiten mehr Gespür? Der Dorfklatsch scheint auch die Gestapo mächtig interessiert zu haben. Bis zu meinem 22. Lebensjahr hatte ich keinerlei geschlechtliches Verhältnis. Aber Sie hatten doch vorher Geschichten. Das ist uns doch bereits bekannt. Während meines Aufenthaltes in Konstanz pflegte ich den ersten Geschlechtsverkehr mit einer gewissen Brunhilde. Der Brunhilde folgten eine gewisse Anna, dann die Mathilde Niedermann, dann die Hilda Lang und dann später während meines Aufenthalts in Königsbronn meine dortige Hausfrau Herrin. Weil an das haben sich die Leute, glaube ich, mehr erinnert als an das. Und das haben sie wichtiger genommen, wie was er gemacht hat, was er tatsächlich geleistet hat durch seine Tat. Wenn er nicht Elsa Kaiser hätte, sondern, naja, wenn er der Sohn vom Bürgermeister oder vielleicht vom Brauereibesitzer oder Steinbruchbesitzer oder einfach sonst den Namen gehabt hätte, dass dann später anders gelaufen wäre und nicht so niederkalter war, die ganze Sache. Ich war in der Schule, als dann die Verhörerei losging. Der Vater war dann gleich verschwunden, mit ihm zusammen der Sprengmeister und auch der Buchhalter. Das war maximal drei, vier Tage nach dem Attentat. Und mich haben sie dann wieder aufs Rathaus genommen nach Königsbronn. Am Rathaus wurde ich dann von dem Kommissar Bessler vernommen. Im Steinbruch Vollmer hatte ich als Hilfsarbeiter im Rollwagen Steine zu verladen. Hier und da war noch der Sohn des Steinbruchbesitzers anwesend. Bereits in der ersten Woche ging ich daran, mir Sprengstoff widerrechtlich anzueignen. Also, wie sind Sie hier vorgegangen? Das konnten Sie doch alleine gar nicht machen. Doch.